Hallo und guten Morgen, liebe Radfreunde. Eigentlich wollte ich den Sonntag keine Tour machen, aber das schöne Wetter hat mich jetzt doch wieder rausgezogen. Ja gut, ich wollte keine Tour machen, weil vergangene Woche war ja bei uns in Baden-Württemberg die Herbstferien. Ich war eine Woche in den Niederlanden mit der Familie. Wir waren da in so einem Freizeitpark. Das heißt, in so einem Duingalo. Bei Wasenaar ist das. Und das sind so Häusle. Und die sind inmitten von einem Freizeitpark. Ja, ein Erlebnisbad ist da dabei. Und auch ohne Fahrrad war für mich die Woche recht anstrengend. Mit den Kindern jeden Tag im Freizeitpark, in dem Erlebnisbad. Das hat schon seine Spuren hinterlassen. Aber wie gesagt, jetzt sind wir ja wieder hier daheim im Schwarzwald und das schöne Wetter, das hat mich jetzt einfach rausgezogen. Ich muss doch noch mal eine Tour machen jetzt. Ganz grob was zu der Strecke, die ich heute fahren will. Heute geht es eher mal ein bisschen bergab. Das heißt, ich möchte das Diesimer Tal runterfahren bis an Neckar. Ein kurzes Stück am Neckar, wieder Richtung Rottweil. Und dann bei Glatt aber schon wieder abbiegen. Und zwar ins Glattal. Und durchs Glattal möchte ich dann wieder zurück hierher zu uns. So ganz grob jetzt mal. Und die näheren Dinge, die kann ich euch ja jetzt zeigen. Das Viadukt da hinten, wo Grüntal überspannt. Das dahinter ist noch Nebel. Ich hoffe mal, dass ich jetzt keinen Fehler mache und wieder in die Nebelsuppe reinfahre. Vielleicht sollte ich eher auf die Höhen fahren heute. Aber ich riskiere es mal. Wenn man überlegt, wir haben jetzt bald Mitte November. Unglaublich das Wetter. Jetzt ist gerade noch nicht mal 10 Uhr, 10 vor 10. Wir haben schon fast 13 Grad, 12,5. Unglaublich. Super Sache. Ja, jetzt werde ich erstmal meine Fließjacke ausziehen. Die habe ich heute Morgen angezogen. Bin jetzt gerade mal 2 Kilometer gefahren. Das wird zu warm, ich ziehe die aus. Und dann geht es da hoch zu dem Turm da oben. Den zeige ich euch. Ich werde die Kamera mal aufs Stativ stellen und dann zoome ich mal den her. Und das ist unser nächstes Ziel. Der ist oben in Halwang. Das ist so ein Umsetzer, irgend sowas. Ich weiß gar nicht genau, für was der Turm da ist. Aber auf den halten wir zu. Andere nutzen das schöne Wetter auch. Ich denke mal da oben. Ups, ja, jetzt ist er weg. Da oben aus dem, in dem Heißluftballon. Das ist bestimmt auch spannend, den Schwarzwald von da oben zu sehen. Ich halte nicht direkt auf den Turm zu. Da wird es ziemlich steil hochgehen. Ich fahre jetzt zuerst in Richtung Osten, ziemlich lang, was heißt ziemlich lang, so ja, 3-4 Kilometer und dann wieder in Richtung Westen und da kommt man relativ entspannt eigentlich da hoch. Es geht auch immer ein bisschen schräg, aber nichts Steiles und so fahre ich eigentlich am liebsten, wenn man es immer noch gut machen kann, ohne große Anstrengung. Das sind mir die liebsten Radwege. Aber ich glaube, da bin ich nicht allein.
Tour, die ich heute fahre, die ist so circa 60 Kilometer lang. Das heißt, die kann man gut in 3-3,5 Stunden fahren. Normal fahre ich die vor der Spätschicht, gehe morgen um 7:30 los, bin dann so um 11:30 daheim. Heute mit Filmen und zwischendrin kochen werde ich wesentlich länger brauchen. Aber heute ist Sonntag, super Wetter, die Zeit nehme ich mir und werde es richtig genießen, die Tour heute mal. Nicht sonst, wenn ich mittags dann noch in Spätschicht muss, dann ist das alles ein bisschen stressiger. Heute voll entspannt. Und jetzt gehen wir weiter Richtung Halwang. Den Wald verlasse ich jetzt hier gleich in Halwang. Dann komme ich oben an dem Turm raus und von da geht es dann weiter auf Radwegen bis nach Dornstetten. Da werde ich aber nicht runter in die Altstadt, sondern ich werde es nur oben am Rand streifen und fahre dann gleich weiter auf dem Radweg bis nach Schopfloch. Von hier oben hat man eine wunderschöne Aussicht, aber ich sehe leider auch, was mich wahrscheinlich im Neckartal erwartet. Da ist nämlich nur ziemlich Nebel da unten. Aber was soll's, ich habe mir den Weg heute vorgenommen, ich werde den Weg machen. Und wenn es da unten Nebel hat, umso mehr freue ich mich dann auch wieder aufs Hochfahren im Glattal. Aber jetzt erstmal nach Schopfloch und dann das Diesemer Tal runter. Und da können wir es dann richtig sausen lassen. Da geht es nämlich ein paar Kilometer erstmal bergab, hinein in den Nebel. Und wieder mal ein wunderschönes Panorama hier beim Fahren. So macht es wirklich Spaß. Von Dornstetten nach Schopfloch ist der Radweg direkt neben der B28. Da ist ab und zu ein bisschen laut. Aber in Schopfloch trennen wir uns dann von der B28 und fahren auf so einer Verbindungsstraße runter bis nach Dettingen. Dettingen war angeschrieben, noch 11 Kilometer. Das heißt für mich, 11 Kilometer geht es jetzt bergab bis nach Dettingen am Neckar. Und ich würde sagen, ich genieße jetzt die Abfahrt hier und wir sehen uns am Neckar wieder. Das wäre doch eine gute Idee und ich rausche jetzt hier runter. Jetzt bin ich unten, Dettingen am Neckar, und meine Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Hier hat es absolut kein Nebel, auch Sonnenschein. Ja, und ich bin am wenigsten darüber traurig. Jetzt gucken wir nach dem Neckartalradweg, fahren da ein kleines Stück entlang, bis die Abzweigung kommt nach Glatt. Und wie gesagt, dann geht es der Glattalradweg wieder zurück bis Glatten. Dem Neckar bin ich dieses Jahr ja schon mal gefolgt, wo der Pascal dabei war. Diesmal fahre ich aber flussaufwärts und nicht so arg weit. Denn, wie gesagt, Glattal geht es dann wieder hoch. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass jetzt hier am Neckar trotzdem noch so schönes Wetter ist. Von oben hat es eigentlich so ausgesehen, als ob hier Nebel liegt. Aber das ist wohl weiter weg, Gott sei Dank. Ja, und jetzt, wo ich hier so in der Sonne sitze, denke ich, könnte auch langsam mal übers Mittagessen nachdenken. Ist aber nur ein bisschen arg früh, noch nicht mal ganz 11. Das heißt, ich fahre jetzt noch ein Stückle. Und wenn dann ein schönes Bänkle mal wieder kommt, möglichst noch mit Tisch, dann werde ich meinen Trank ja wieder aufbauen und werde mir wieder was Leckeres brutzeln. Und natürlich auch eine Büchse Bier trinken. Bei dem Wetter ist mal wieder Bier angesagt. Biergartenwetter.
Ich bin hier zwar so ziemlich am tiefsten Punkt meiner Radtour, aber durch das, dass es in dem Tal nach oben geht, geht es relativ entspannt. Da sind keine großen Steigungen drin. Zweimal geht es ein bisschen hoch und das andere halt. Ja. Zu meinen Kindern sage ich immer schiefe Ebene. Das geht relativ gut. Könnt ihr ausprobieren. Vom Neckar mal hoch bis Freudenstadt. Schöner Weg. Führt am Wasserschloss glatt vorbei, wie ihr gleich sehen werdet. Und alles relativ entspannt. Im Glattal hier führt auch ein schöner Radweg direkt an der Glatt entlang, aber leider nicht bis nach Glatten, sondern nur zwischendrin hört er mal auf und da muss man dann auf die Straße, wo die Autos fahren. Ist ein bisschen blöd, vielleicht schaffen sie es mal, einen Radweg bis nach Glatten zu führen. Inzwischen ist da nichts. Ich weiß gerade nicht genau, wie der Ort heißt, wo wir dann auf die Straße müssen, aber wenn wir soweit sind, dann werde ich es euch zeigen. Aber ich glaube, vorher werde ich irgendwo mein Mittagessen machen. Der Kinderspielplatz auch hier scheint mir ideal zu meinem Mittagessen zuzubereiten. Hier hat es Tisch mit Bank, super. Da kann ich schön hinsitzen, kochen, essen, ideal. Gerade ist kein Mensch hier, vielleicht bleibt es ja so, bis ich fertig bin. Aber wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. Wird mir schon keiner was wegessen. Und so arg viel habe ich nämlich eh nicht dabei. Aber was, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Mein Essen gestaltet sich heute schlicht und einfach. Ich habe dabei 4 Tomaten, 2 Zwiebeln. Habe hier so Salatfix dabei. Hab 2 Schweinenackensteaks dabei, die werde ich in meinem Tranki ja braten. Werde einen Tomatensalat dazu machen. Ja, die Zwiebeln werde ich vorher ein bisschen anbraten und dann esse ich die Zwiebeln mit dem Steak. Schön meinen Tomatensalat dazu. Was will man mehr? Ich denke mal, dann bin ich gestellt. So, und jetzt werde ich loslegen, das alles zubereiten. Ein paar von den Zwiebeln nehme ich für meinen Salat und der Rest fürs Steak. Hier schön Zwiebelringel drüber und dann gibt es einen super Tomatensalat. Normal esse ich den am liebsten mit Balsamico und Olivenöl, aber alles mitschleppen habe ich keinen Bock gehabt. Deswegen so fertiges Päckle Salatsauce. Bisschen Wasser, bisschen Öl. Das geht auch. So, der Salat ist schon mal fertig. Dann werde ich mich jetzt um Steak kümmern. Und natürlich dann auch mal langsam um dieses Beck's Bier. Der Trangia braucht immer eine Weile, bis er richtig Feuer hat, bis er so richtig Dampf hat. Aber wenn er dann hat, dann muss ich sagen, dann brennt er ganz schön. Also dann bringt er schon Hitze. Am Anfang denke ich immer, um Gottes Willen, da geht ja gar nichts. Bis dann aus alle Löcher, bis der richtig warm ist, irgendwie der Brenner oder was weiß ich. Und dann kommt es aber wirklich und dann kann man wirklich Steak mitbraten. Und das finde ich schon super. Ich bin mal gespannt, wie das im Winter ist, so bei Minustemperaturen. Weil da sagen viele, da ist mit dem Spirituskocher Probleme. Da bin ich mal gespannt. Also das werde ich diesen Winter auf alle Fälle mal testen wollen. So, sollte ich mal meine Zwiebeln umrühren, sonst werden sie schwarz.
Na, jetzt mal ehrlich, sieht das nicht lecker aus. Wir haben jetzt erstmal einen Steg gemacht. Kann sein, das langt mir heute. Bin ja erst so knapp 40 Kilometer gefahren. Also mehr habe ich mir, glaube ich, noch nicht verdient. Aber falls ich mehr will, ich habe das zweite Steg noch, dann werde ich es auch noch anbraten. Und wenn nicht, dann werde ich es wieder einpacken und wieder mit heimnehmen. Mein Steg ist fertig. Sieht meiner Meinung nach klasse aus. Richtig gut durchgebraten. Die Zwiebeln ideal. Schmecken tut es auch super. Der Salat. Passt auch. Kann man nicht viel falsch machen. Hier kann man so viel falsch machen, aber ich muss sagen, das Becks meiner Meinung nach nicht schlecht. Auf alle Fälle, zum Trinken geht's. Nee, es ist wirklich gut. Und 13,5% mehr wie letzte Woche. Super Sache. Jetzt werde ich hier erstmal in Ruhe essen. Und dann fahre ich weiter hier den Radweg, wieder Richtung Heimat. Aber jetzt erstmal das Essen genießen. Zum Wohl. Freunde, ihr seht mich wieder mit einem Lächeln im Gesicht. Mir geht's gut. Ich habe jetzt super gegessen, habe mein Bierchen getrunken dazu, habe jetzt schon wieder alles abgespült. Jetzt fahre ich nur die paar Kilometer wieder hier das Glattal hoch, bin dann wieder zu Hause. Super Sache. Das Wetter hat sich auch gehalten. Die Sonne scheint immer noch, kommt bloß nicht so arg hier über den Berg drüber. Aber wie gesagt, jetzt fahren wir das Stückchen noch heim und dann ist gut gegangen. Hier in dem schönen Ort Bettenhausen hört der schöne Radweg leider auch aus, auf. Man muss auf die Straße hier. Ja, und das werde ich jetzt auch machen, oder besser gesagt, ich habe es jetzt hier schon gemacht. Und jetzt werde ich hier auf der Straße weiterfahren bis Glatten. Von Glatten geht es dann für mich bis Aach. Und dann kommt noch Grüntal-Fruttenhof und ich bin schon wieder daheim. Aber jetzt erstmal bis Glatten und dann sehen wir weiter. Hier gibt es noch einmal kurz die Chance, die Straße zu verlassen. Das geht aber auch bloß einen Kilometer. Dann muss man wieder auf die Straße. Aber man sollte ja jeden Meter, den man abseits von den Autos fahren kann, auch nutzen. Und deswegen werde ich das jetzt auch machen. Auch wenn es hier eine kleine Steigung nochmal hochgeht. Die kriegen wir gut in den Griff. Und sind mal wieder ein bisschen weg von der Straße. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Der Sommer ist wieder zurück. Ich fahre wieder im T-Shirt. Wir haben 19 Grad im November. Super Sache. Motorräder kommen wieder raus. Bin echt am Überlegen, ob ich jetzt heimgehe und das Motorrad wieder aus der Garage hole. Super. Kann es euch sagen. So kann man eine Radtour genießen. Herrlich hier, herrlich. Inzwischen komme ich auch meiner Heimat näher. Ich bin schon im Landkreis Freudenstadt. Also allzu weit kann es nicht mehr sein. Und es macht auch im Schatten Spaß.
Nach Neuneck hole ich jetzt den Glatten ein. So Freunde, ich bin jetzt fast zu Hause. Bin jetzt hier nochmal einen Berg hoch, dass ich ein bisschen Ruhe habe, abseits von der Straße da unten. Zum euch noch Tschüss zu sagen. Werde in aller Ruhe mit euch jetzt noch mein letztes Bier trinken. Der Wolfgang sagt immer, alleine schmeckt das Bier nicht. Ich trinke es ja jetzt mit euch zusammen. Ja gut, wollte euch jetzt nur sagen, dass ich mich freue, dass ihr mich jetzt wieder begleitet habt auf der Tour. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht, war super Wetter. Die Tour war gut, das Essen war super, das Bier sowieso. Trink gleich mal einen Schluck. Ja gut, dann wollte ich euch nur sagen, dass es mich freut, dass so viele die Videos anklicken. Wenn ich sonntags eins hochlade, kann man sagen, in der nächsten Woche Sonntag haben es 1000 Leute angeklickt und hoffentlich auch angeschaut oder einen Großteil angeschaut. Ja, und auch sonst die Kommentare. Alles klasse, freut mich. Viele Daumen nach oben. Und auch sonst die Dinge, die noch am Rande kommen, so wie letzte Woche. Habe ich ja zu meinem Bierkrustenbraten gesagt, dass da jetzt dieses Rauchbier aus Bamberg super dazu passend hat. Was soll ich sagen? Ich bin vom Urlaub zurückgekommen. Ein Paket im Garten mit 2 Flaschen Rauchbier. Vielen Dank, war eine super Aktion von dir. Es gibt Dinge, da bin ich manchmal echt sprachlos. Macht weiter so. Damit meine ich jetzt natürlich nicht Bier schicken, sondern meine Videos anschauen, Daumen nach oben geben. Und in diesem Sinne, sitzt da aufs Fahrrad, guckt nicht nur mir zu, sondern fahrt auch selber. Ich denke mal, ihr seid heute auch gefahren oder habt eine Wanderung gemacht, weil so ein Wetter. Das muss man einfach nochmal ausnutzen. Also gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. War super, dass ihr dabei wart und Prost!